Das kann ich auch. Also ich meine, das kommt jetzt wahrscheinlich nicht so gut rüber, nur auditiv. Aber ich habe auch mal so eine Ferienbetreuung von Kindern gemacht, die schon ein bisschen älter war, so 10 Jahre oder so. Und die haben auch gesagt, die hatten immer so eine Routine, die sie abfahren sollten, wenn sie gemobbt werden. Und ich kann ja vielleicht mal ein Video von mir machen. Und es gibt irgendwo ein Video, wo ich diese Routine mache, weil es ist sehr hüftbetont und sehr sassy. Aber der Text lautet folgendermaßen. Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Mein Niveau, dein Niveau. Hallo, Abstand. Scheiße. Und bei mein Niveau, dein Niveau macht man halt so mein Niveau hoch, dein Niveau unten. Hallo, Abstand. Ich schwöre dir, wenn du das in der U-Bahn machst, kriegst du einen auf die Fresse. Ja, wirst du jetzt so zusammengeschlagen, genau. Wo ich mir auch dachte, die Lehrer, die verarschen die Kinder doch einfach nur. Als ob irgendwie Bogdan, der irgendwie das 8. Mal die 8. Klasse macht, vor dir steht und dein Pausenbrot will und du, halt, stopp, ich fühle mich gebatzt einfach ins Gesicht, damit sie genau wissen, wo sie hinschlagen sollen. Kann das ist, glaube ich, ein ganz vieler Trick von Lehrern.